Tauche ein in die wunderbare Welt der Meerwasser-Aquaristik. Willkommen bei der Meerwasser-Aquarium-Podcast.de. Erfahre aus erster Hand, auf was es beim erfolgreichen Betrieb deines Meerwasser-Aquariums ankommt. Geschäftsführer Markus Mahl hat mit seiner Firma Aquarium West hunderte Meerwasser-Aquarien in ganz Europa geplant und gebaut. Über 2000 professionelle Aquarienwartungen pro Jahr sprechen für sich. Lehn dich zurück und profitiere von Expertenwissen aus erster Hand. Der Meerwasser-Aquarium-Podcast.de. Von und mit Markus Mahl. Hallo und herzlich willkommen zur 73. Folge des Meerwasser-Aquarium-Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Episode beschäftigen wir uns mit der Frage, ist die Wodka-Methode zeitgemäß oder sogar gefährlich? Mit der Wodka-Methode kann man Phosphat und Nitrat im Meerwasser-Aquarium senken. Der im Wodka enthaltene Wirkstoff ist Ethanol, der Kohlenstoff enthält. Kohlenstoff ist neben Stickstoff und Phosphor ein wichtiger Nährstoff für Bakterien. In Aquarien mit hohen Nitratwerten steht den Bakterien zwar Stickstoff und bei hohen Phosphatwerten Phosphor in ausreichender Menge zur Verfügung, jedoch nicht genügend Kohlenstoff. Durch diese Nährstofflimitierung beim Kohlenstoff können die Bakterien kein Nitrat und Phosphat abbauen. Für eine optimale Entwicklung benötigen Bakterien eine ausreichende Menge an Kohlenstoff. Ist das der Fall, wandeln die Bakterien Phosphor und Stickstoff in Biomasse um. Im Anschluss werden dann diese gebundenen Nährstoffe mit Hilfe des Eiweißabschäumers aus dem Aquariumwasser entfernt. Schauen wir uns nun mal die Dosierung an. Für die Wodka-Methode wird handelsüblicher Wodka aus dem Supermarkt verwendet. Das Wichtigste bei der Dosierung ist, dass diese langsam und schrittweise angepasst wird. Idealerweise erfolgt die Zugabe täglich zu Beginn der Beleuchtungsphase. Am ersten Tag werden 1 Milliliter pro 100 Liter zudosiert. Danach erfolgt eine tägliche Steigerung von 0,1 Milliliter pro 100 Liter pro Tag. Bei manchen Meerwasser-Aquarien dauert es dann 2 bis 3 Wochen, bis die Nitrat- und Phosphatwerte absenken. Um eine Absenkung der Nitrat- und Phosphatwerte zu erkennen, müssen diese beiden Werte täglich gemessen werden. Hierbei ist es wichtig, dass die Messung immer zur selben Zeit und mit einem zeitlichen Abstand von 6 bis 7 Stunden zur letzten Fütterung erfolgt. Sobald die gewünschten Nitrat- und Phosphatwerte erreicht sind, muss die tägliche Wodka-Zugabe um 50% reduziert werden. Ab jetzt kann die Messung der Nitrat- und Phosphatwerte wöchentlich erfolgen. Wird hierbei festgestellt, dass die Nitrat- und Phosphatwerte sich weiter senken, muss die tägliche Wodka-Zugabe um weitere 20% gekürzt werden. Bei einem unerwünschten Anstieg der Nitrat- und Phosphatwerte musst du die tägliche Wodka-Zugabe wieder um 20% erhöhen. Sobald sich die gewünschten Nitrat- und Phosphatwerte eingependelt haben, kann in der Regel mit der sich herauskristallisierten Zugabemenge weitergemacht werden. Wie du hier siehst, bedeutet die Wodka-Methode ein regelmäßiges Messen und Korrigieren der Zugabemengen. In der Praxis zeigt sich, dass die Werte anfangs unverändert bleiben und dann innerhalb kürzester Zeit auf Null absinken. Das liegt daran, dass sich die Bakterienkulturen schlagartig vermehren. Jedoch ist eine so rapide Reduzierung der Nitrat- und Phosphatwerte für die meisten Korallen extrem stressig und nicht zu empfehlen. Neben der rapiden Reduzierung der Nitrat- und Phosphatwerte ist auch die Gefahr einer Bakterienblüte immer vorhanden. Das kann sogar so weit gehen, dass das gesamte Aquarium mit einem grau-weißen Bakterienfilm überzogen wird. Eine Bakterienblüte färbt das Aquarium milchig und der Sauerstoffgehalt sinkt teilweise dramatisch ab. In besonders schweren Fällen werden das gesamte Innenleben und die Scheiben des Aquariums mit einem weißen, schleimigen Bakterienrasen überzogen. Dann, insbesondere wenn die Fische eine erhöhte Atemfrequenz zeigen, muss die Wodka-Methode reduziert und ein Teilwasserwechsel durchgeführt werden. Im Anschluss daran sollte das Aquariumwasser mit einer Luftpumpe mit Lindenholzausströmern belüftet werden. Die Ethanolzufuhr darf auch nicht zu schnell reduziert oder abrupt eingestellt werden. Die dadurch hervorgerufene Nährstoffunterversorgung führt zu einem teilweise Absterben der Bakterienkulturen. Diese belasten dann das Wasser sehr stark und es entsteht ein starker Sauerstoffmangel. Bei der Anwendung der Wodka-Methode muss immer ein leistungsstarker Eiweißabschäumer im Betrieb sein. Dieser entfernt nicht nur die von den Bakterien umgewandelte Biomasse aus dem Aquarienwasser, sondern sorgt auch für einen entsprechenden Sauerstoffeintrag.
Für die Anwendung der Wodka-Methode sollte auf jeden Fall ein spezielles Filtersystem mit einer Dosierpumpe verwendet werden. Von einer direkten Dosierung ins Wasser ist dringend abzuraten. Grundsätzlich gilt bei der Wodka-Methode immer, um die genannten negativen Folgen zu vermeiden, muss man sich sehr behutsam an die optimale Dosiermenge annähern. Ein weiterer wichtiger Punkt, den es bei der Ethanolzugabe zu beachten gibt, ist das regelmäßige Messen der Nitrat- und Phosphatwerte. Besonders in den ersten 4 Wochen muss nach jeder Dosierung gemessen werden. Diese Methode ist nur für sehr erfahrene Meerwasseraquarianer geeignet, die sich täglich um ihr Aquarium kümmern können. Meines Erachtens ist die Wodka-Methode nicht mehr zeitgemäß, da wie bereits erwähnt durch den Einsatz von Bio-Pellet-Filtern das gleiche Resultat, jedoch mit deutlich weniger Aufwand und vor allem ohne Risiko erreicht werden kann. Wenn du das Thema Bio-Pellet-Filter spannend findest, hör dir dazu die Folge 003 des Meerwasseraquarium-Podcasts an. Hier erfährst du, wie du mit dieser Methode zuverlässig Nitrat und Phosphat abbauen kannst. Den Link zur Folge 003 findest du auch in der Podcast-Beschreibung. So, das war's wieder für heute. Ich freue mich, dass du wieder bis zum Schluss dabei geblieben bist und hoffe, dass du wieder einige wichtige Informationen für dich gewinnen konntest. Wenn du Fragen hast, schreib es mir einfach an info@aquariumwest.de und ich versuche in den kommenden Folgen darauf einzugehen. Zum Schluss möchte ich dir mein neues Buch Meerwasseraquarium ans Herz legen. Es ist über Amazon erhältlich. Wenn du tiefer in das spannende Thema Meerwasseraquarium einsteigen möchtest, findest du dort alle wichtigen Informationen, die bei der Planung, dem Bau und der Pflege von Meerwasseraquarien benötigst. Neben den gesamten technischen Fragen, wie zum Beispiel, was musst du bei der Planung und Montage von Meerwasseraquarien beachten, was gibt es für verschiedene Beleuchtungssysteme, wie funktioniert ein Eiweißabschirmer und vieles mehr, findest du dort zahlreiche Beschreibungen von Fisch- und Korallenarten, die für Aquarien-Einsteiger und Fortgeschrittene geeignet sind. Den entsprechenden Link zu Amazon findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Nun wünsche ich dir viel Spaß mit deinem Meerwasseraquarium, dein Markus Mahl. Das war's für heute beim Meerwasseraquarium-Podcast.de. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse uns doch gleich eine positive Rezension bei iTunes. Und vergesse nicht, unsere Show gleich zu abonnieren. Dadurch können noch weitere Meerwasseraquarianer von diesem Podcast profitieren. Wir freuen uns auch über Fragen oder Themenwünsche. Schreibe sie einfach in die iTunes-Rezensionen oder schicke uns eine Mail an info@meerwasseraquariumpodcast.de. Bis zum nächsten Mal.